Meine Damen und Herren, und damit spreche ich besonders die Kolleginnen und Kollegen der SPD und der Grünen an. Wenn Sie die Entscheidung über das neue Mandat treffen, denken Sie daran, wie auch immer Sie den Krieg rechtfertigen, Sie entscheiden heute über Leben und Tod. Also ich bitte Sie unverzüglich, die Spruchbänder runterzunehmen. Ich schließe alle Kollegen der Fraktion, die dieser Aufforderung nicht gefolgt sind, hiermit vom weiteren Verlauf der Sitzung aus. Ich bitte Sie nun, mit den Plenarsaal zu verlassen. Ja. Ich fordere Sie jetzt noch einmal auf, den Saal zu verlassen, weil Sie vom weiteren Verlauf dieser Sitzung ausgeschlossen sind. Ich vermute, dass mindestens die parlamentarischen Geschäftsführer eine hinreichende Kenntnis der Regelung unserer Geschäftsordnung haben, zumal das bei vergleichbaren Situationen im Ältestenrat immer als hoffentlich ernst gemeinte Positionierung vorgetragen worden ist. Ansonsten muss ich auf die sich weiter daraus ergebenden Konsequenzen aufmerksam machen, wenn Sie dieser Aufforderung nicht folgen. Nächste Rednerin ist die Kollegin Renate Künast für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Der Kollege Ströbel hat um eine Kurzintervention gebeten. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich fühle mich in dieser Situation hier und heute und jetzt mehr und mehr unwohl. Wir diskutieren hier ein ernstes Thema, nämlich auch die Kriegführung Deutschlands in Afghanistan. Und wir wissen, dass der Deutsche Bundestag eine Entscheidung fällen wird gegen die riesengroße Mehrheit der Bevölkerung. Gegen die ganz große Mehrheit der Bevölkerung werden Bundeswehrsoldaten wieder für ein Jahr in den Krieg in Afghanistan geschickt. Und dann gibt es eine Fraktion im Deutschen Bundestag, die stellt sich hier hin und hält Schilder hoch, auf denen die Namen der Opfer der Bombardierung vom 4.9. vergangenen Jahres genannt sind. Sie haben nicht randaliert, sie waren nicht laut, sondern sie haben Schilder hochgehalten, wo die Namen dieser Personen, die dort Opfer gewesen sind, genannt worden sind.
Ich war selber mit den Kollegen in Afghanistan. Ich habe auch mit den Opfern geredet. Und ich stelle mir vor, in Afghanistan wird sich rumsprechen, steht vielleicht in der Zeitung, dass im Deutschen Bundestag als Schilder mit Namen der Opfer der auf deutschen Befehl getöteten Personen bzw. derer Angehöriger hochgehalten worden sind, dass darauf sie aus dem Saal geworfen worden sind. Ich möchte das nicht. Ich finde, das wäre ein völlig falsches Zeichen nach Afghanistan, ein völlig falsches Signal in die Welt raus, wie wir mit den Opfern von Krieg, für den wir selber, wir, die Abgeordneten und Deutschland verantwortlich sind, umgehen. Deshalb, Herr Vorsitzender, Herr Präsident, bitte ich Sie, Ihre Entscheidung zu überprüfen und möchte anregen, dass die Fraktionen sich darüber überlegen, ob wir weiter ohne die Fraktion der Linken hier diskutieren sollen, ob wir diesen Punkt der Diskussion hier aus unserer Debatte raushalten wollen, wo wir davon ausgehen, dass das, was die getan haben, keinerlei nachhaltige Störung der Parlamentssitzung gewesen ist und wahrscheinlich dem Willen, dem Wunsch einer großen Mehrheit in dieser Bevölkerung sehr nahe kommt. Herr Vorsitzender, so weiter zu verhandeln, halte ich für unwürdig. Herr Kollege Ströbele, ich hätte diese Wortmeldung nach den Usancen des Hauses nicht zulassen müssen. Ich habe sie zugelassen, weil ich die Ernsthaftigkeit Ihres Motivs anerkenne und ich die Situation natürlich auch alles andere als routinehaft empfinde. Aber ich mache Sie auf zwei Dinge aufmerksam. Erstens, wir haben unter allen Fraktionen des Hauses, völliges Einvernehmen in der Einschätzung der Frage, dass Demonstrationen im Plenarsaal mit der Ordnung des Hauses unvereinbar sind. Wir haben zweitens bei mehreren vergleichbaren Vorgängen wiederholt die Erklärung der Fraktionsführung der Linken im Ältestenrat zu Protokoll genommen, dass diese Aktionen von der Fraktionsführung weder geplant noch in Kenntnis der Fraktionsführung durchgeführt worden seien. Und ich habe drittens mit Zustimmung aller Mitglieder des Ältestenrates bei einem dieser letzten Vorgänge angekündigt, dass ich im Wiederholungsfall die entsprechenden Kollegen von der Sitzung ausschließen werde. Das Vorgehen ist unter Berücksichtigung unserer Geschäftsordnung und der Übereinkunft aller Fraktionen des Hauses alternativlos. Ich schließe die Aussprache. Bevor wir zur Abstimmung kommen, möchte ich noch einige Hinweise zur Abstimmungslage machen und Sie um Zustimmung zu einem Vorschlag zur Abweichung von der Geschäftsordnung machen. Vielleicht können Sie dafür noch einen Augenblick Platz nehmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will vor allen Dingen auch zur Verdeutlichung der geschäftsordnungsrechtlichen Zusammenhänge für die interessierte Öffentlichkeit noch mal auf die einschlägigen Bestimmungen unserer Geschäftsordnung hinweisen. Nach § 38 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages kann der Präsident wegen gröblicher Verletzung der Ordnung ein Mitglied des Bundestages, auch ohne dass ein Ordnungsruf ergangen ist, für die Dauer der Sitzung aus dem Saal verweisen. Ein Mitglied des Bundestages kann bis zu 30 Sitzungstage ausgeschlossen werden. Davon habe ich vorhin Gebrauch gemacht. Ich weise noch einmal auf das Protokoll
der von mir vorhin ohne Datum zitierten Sitzung des Ältestenrates vom 26. März 2009 hin, wo es um einen sehr vergleichbaren Vorgang ging und wo wir uns im Ältestenrat über die gemeinsame Handhabung solcher Situationen verständigt haben. Ich habe da ausdrücklich auf die Geschäftsordnungslage verwiesen und mich vergewissern wollen, ob es eine gemeinsame Auffassung im Ältestenrat über die Interpretation dieser Bestimmungen gäbe. Nach dem Protokoll, ich zitiere, vergewissert sich der Präsident abschließend, ob der Ältestenrat seine Auffassung teile, dass Vorgänge wie der heutige einen groben Verstoß gegen die parlamentarischen Sitten darstellen. Im Ältestenrat besteht diesbezüglich Einvernehmen. Dem stimmt auf Nachfrage des Präsidenten auch die parlamentarische Geschäftsführerin der Fraktion Die Linke zu. Ich entnehme eine Agenturmeldung vor wenigen Minuten mit Blick auf die gerade stattgefundene Situation hier im Plenum. Mit der Aktion habe Die Linke dagegen protestieren wollen, dass es bislang von Seiten der Bundesregierung keine offizielle Entschuldigung bei den Angehörigen der Opfer des Luftschlages gebe, sagte Dagmar Enkelmann, parlamentarische Geschäftsführerin der Linksfraktion. Den Genossen sei bewusst gewesen, dass sie mit der Aktion gegen die Geschäftsordnung des Bundestages verstoßen würden. Aber manchmal muss man auch solche Wege gehen, sagte Enkelmann. Den Verweis durch Lammert halte sie für überzogen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Deutschen Bundestag hat es in allen Legislaturperioden völlig unabhängig von den Mehrheitsverhältnissen immer einen Konsens darüber gegeben, dass die Regeln dieses Hauses ausnahmslos für alle gelten. Und wir haben die Unverzichtbarkeit der strikten Einhaltung dieser Regeln auch im Bewusstsein der historischen Erfahrung für unabdingbar gehalten. Dass ein deutsches Parlament an dem leichtfertigen Umgang mit den selbstgesetzten Regeln bereits einmal gescheitert ist. Nun muss ich Sie auf Folgendes aufmerksam machen. Die Geschäftsordnung des Bundestages lässt keine Differenzierung zu zwischen dem Ausschluss von der Sitzung und dem Ausschluss von Abstimmungen. Gleichwohl möchte ich Ihnen das aus, wie Sie hoffentlich nachvollziehen können, naheliegenden Gründen empfehlen, was dann möglich ist nach § 126 der gleichen Geschäftsordnung, wenn das der Deutsche Bundestag mit 2/3 Mehrheit beschließt. Nach § 126 unserer Geschäftsordnung sind Abweichungen von den Vorschriften dieser Geschäftsordnung im einzelnen Fall mit 2/3 Mehrheit der anwesenden Mitglieder des Bundestages möglich, wenn die Bestimmungen des Grundgesetzes dem nicht entgegenstehen. Ich empfehle Ihnen auch nach Rücksprache mit den Fraktionsführungen aller im Bundestag jetzt vertretenen Fraktionen, dass wir von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, die Sitzung um 10 Minuten unterbrechen und anschließend eine Abstimmung zu diesem Tagesordnungspunkt durchführen, an dem auch die von der heutigen Sitzung ausgeschlossenen Mitglieder teilnehmen können. Ich darf Sie fragen, ob Sie mit diesem Vorschlag einverstanden sind. Wer dem zustimmt, bitte ich ums Handzeichen. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Damit ist das mit überwältigender Mehrheit beschlossen. Ich unterbreche die Sitzung für 10 Minuten und rufe dann die Abstimmung auf.